Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny-Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video gibt's mal wieder den Wochenloot. Das heißt, was in dieser Woche alles bei mir an Loot reingekommen ist, ist hier in diesem Video zusammengefasst. Also, das erste ist Dämmerung. Man sieht's, da war die Ausbeute nicht so der Hit. Die meisten kennen es schon vom Dämmerungsvideo am Dienstag. Dann hätten wir noch den Raid. Und ja, im Großen und Ganzen eigentlich ein bisschen Standard. Dämmerung, Raid, dann Fraktionspakete und Osiris. Ich freue mich dann auf nächste Woche, weil nächste Woche ist ja Eisenbanner. Das wissen die einen oder anderen schon. Ich habe ja da ein Infovideo gemacht. Und ja, dann kommt auch bald schon das DLC. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Das ist auch bald notwendig. Ich hoffe nur, dass wir das nicht allzu schnell durchgespielt haben. Ich thematisiere das in jedem Wochenloot-Video, oder? Definitiv. Gut. Naja, ist halt so momentan. Es geht, glaube ich, allen wirklich genau gleich. Alle sehnen sich nach dem DLC. Außer die, die vielleicht ganz, ganz frisch angefangen haben. So gut, ich wollte jetzt aber im Wochenloot-Video mal was anderes thematisieren, und zwar Let's Plays. Denn ich habe ja einen Let's Play-Kanal und ich wollte dem mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen, weil ich ja gerade jetzt, wo die Phase ist, wo man nicht so wahnsinnig viel in Destiny machen kann, bin ich auch sehr gerne Let's Plays am machen und habe auch schon viele verschiedene Let's Plays gemacht, wie beispielsweise Halo, die komplette Halo-Trilogie, obwohl es ist ja mittlerweile schon eine Saga, also mehr als drei Teile Trilogie ist ja dreiteilig und es sind ja mittlerweile schon fünf da. Ich verlinke sonst mal in der Infokarte ein paar dieser Teile. Ich habe da alles komplett durch Let's Played, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und falls man sich für Let's Plays interessiert, mal kurz da reinschauen. Dann natürlich auch tolle Spiele wie Far Cry Primal. Das klingt gerade ein bisschen so wie eine Verkaufssendung. An dieser Stelle haben wir auch tolle Spiele wie Far Cry Primal. Und wenn Sie jetzt bestellen, kriegen Sie dieses Messerset noch gratis dazu. Nein, so natürlich nicht. Nein, ich mache das bewusst mit dem Let's Play-Kanal, dass ich da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dem zukommen lassen will. Warum? Naja, Let's Player gibt's viele. Es gibt sehr, sehr viele Let's Player und dass man da gefunden wird als Let's Player, ist natürlich schwierig. Dann ist es auch so, dass jeder Let's Player so ein bisschen seinen eigenen Stil hat, das zu machen. Ich habe da natürlich eher so eine ruhigere Art, hätte ich jetzt gesagt. Das kann man dann selber bestimmen, wenn man die Let's Plays guckt. Und freue mich da natürlich dann, wenn jemand vorbeiguckt und dann sagt, doch, doch, das Let's Play von dir, von ihm, gefällt mir sehr gut. Da lasse ich mal ein Abo da und guck vielleicht mal öfters vorbei. Weil ich bin ja eigentlich eine Person, ich spiele extrem viele Dinge. Ich bin von Ego-Shooter gehe ich hin bis zu Strategiespiele. Ich gehe von Strategiespielen bis zu Rollenspiele, von Rollenspiele wieder bis Kinderspiele. Also da denke ich jetzt beispielsweise an Limbo, obwohl es ist eher ein brutales Spiel, aber eher so kindlich aufgebaut natürlich, oder an Knack. Knack habe ich auch Let's Played, war ein Live-Let's Play. Übrigens, für alle, die das nicht wissen, ich denke, ich thematisiere es auch gleich. Ich mache am Donnerstag mache ich immer so ein Aimed. Das ist, Aimed steht bei mir für alles ist möglich, also A-M-D, ne? Also A-I-M-D, sogar noch falsch buchstabiert, Mann. Alles ist möglich Donnerstag. Denn am Donnerstag streame ich eigentlich immer was anderes als Destiny. Da habe ich Limbo Let's Played, Live Let's Played, da habe ich Knack Live Let's Played, da habe ich The Unfinished Sworn Let's Played, also auch ein Live Let's Play. Und die ganzen Let's Plays, die Live Let's Plays, die lade ich dann auch noch auf dem Let's Play Kanal hoch. Das heißt, wenn jemand am Donnerstag keine Zeit hat, kann er das dann am Let's Play Kanal, also auf dem Let's Play Kanal noch nachgucken und kann gucken, wie das so war. Das sind dann so 20, 30, 40 Minuten Stückchen, die da hochgeladen werden. Und momentan habe ich letzten Donnerstag No Man's Sky gespielt. Und das ist jetzt momentan so das Donnerstagsprojekt, No Man's Sky. Da werde ich jeden Donnerstag mal No Man's Sky spielen, bis ich dann die Schnauze voll habe von dem Spiel. Oder fertig bin natürlich. Aber die sich ein bisschen damit auseinandergesetzt haben, wissen, dass das nicht so einfach ist. Und auch hier natürlich wieder dann die Folgen nach und nach auf dem Let's Play-Kanal hochgeladen. Ich verlinke da sonst noch in der Infokarte die Playlist. Da sind jetzt nämlich auch schon einige Let's Plays raus. Und also man merkt da auch, dass ich da wirklich viele verschiedene Dinge spiele. Und ich mache das auch gerne. Ich bin Zocker aus Leidenschaft und zocke eigentlich so ziemlich alles, was mich anspricht.
Und wie vorhin gesagt, da gibt es Dinge wie die Total War-Reihe. Ich denke, die einen oder anderen kennen die Total War-Reihe mit Rome Total War und Empire Total War. Und erst kürzlich ist ja Warhammer Total War rausgekommen. Das ist von der Total War-Reihe. Ist ein sehr, sehr interessantes Strategiespiel, auch sehr taktisch. Das ist etwas, was ich auch sehr gerne spiele. Leider sehr ungeeignet, um zu Let's Playen oder auch zu streamen. Streamen würde jetzt noch eher gehen. Ich habe es mal versucht, aber es spricht die Leute einfach nicht so an. Deswegen ist das mehr so was, was ich privat spiele. Warhammer, Total War jetzt beispielsweise. Und alles andere, eben wie Limbo etc. und so weiter und so fort, mache ich dann einfach an einem Donnerstag, wo ich das dann live Let's Playe, weil ich auch einfach Bock drauf habe. Ich brauche auch was anderes als Destiny. Wenn ich nur Destiny spielen würde, das würde mir selber nicht gut tun. Ich mag Destiny sehr. Und ich spiele sehr, sehr gerne, sowohl PvP als auch PvE. Aber gerade jetzt in so einer Phase, wo wir auf das DLC eigentlich warten und schon sehr, sehr lange warten, weil das DLC hätte schon etwa 3-4 Monate früher da sein müssen eigentlich. Aber das Bungie kommt als Entwicklerstudio halt einfach nicht nach. Ist auch normal. Die Community ist in der Regel immer schneller. Also macht das Spiel in der Regel immer viel, viel schneller fertig, spielt es viel, viel schneller fertig. Fertig machen hoffentlich nicht. Scheiß Spiel. Nein, ist ja, man weiß, was ich meine. Und die Entwickler, die sind natürlich dran und machen und bla 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 und probieren möglichst schnell wieder Content herzustellen, aber das geht halt nicht. Also ich will hier jetzt nicht auf Bungie rumhacken, sondern ich will das auch ein bisschen verteidigen. Es ist auch schwierig als Entwicklerstudio da rechtzeitig nachzukommen natürlich. Aber eben, da hat man natürlich eine lange Phase, wo man nichts machen kann. Und gerade ich als YouTuber, der sehr viel im Destiny-Bereich tätig ist, jetzt mit diesem Kanal, ich komme dann halt ans Limit. Ich habe dann alles. Ich habe alle Exos, ich habe alle exotischen Klassengegenstände, ich habe ziemlich viele extrem gute legendäre Waffen. Da rede ich von Lehrerblick mit guten Perks, Malok mit guten Perks, LDR mit sehr, sehr guten Perks. Sehr viele Waffen, die eigentlich schon in guter Ausführung sind. Und ich brauche da was anderes noch. Um meinen Durst nach Spielen zu stillen. Tja, deswegen den Let's Play-Kanal. Und dann dachte ich, komm, mache ich an dieser Stelle mal ein bisschen Werbung dafür. Und wenn Sie jetzt bestellen, kriegen Sie dieses Messerset gratis? Nein, okay. Ich verkaufe kein Messerset. Aus! Nein, so, ich wollte einfach an der Stelle mal kurz sagen, Let's Play-Kanal, warum es den überhaupt gibt. Also es ist ein bisschen eine längere Geschichte, warum es den gibt. Ich wollte eigentlich die Let's Plays zuerst auf meinem Hauptkanal machen, habe es dann aber getrennt. Ja, kann ich vielleicht ein andermal thematisieren. Das ist noch das Outro, auch hier wieder die Let's Plays verlinkt oder noch andere Destiny-Videos. Wenn ihr euch für die Let's Plays interessiert, guckt mal vorbei, ich würde mich sehr freuen. Und ja, vielleicht sehen wir uns auf dem Let's Play-Kanal oder im nächsten Video auf dem Kanal hier. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video.